Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Star Wars und Star Trek Online. Oh Junge, ja, was bist du denn ich los? Bin der Onkel und das Ganze ist hier, ich bin jetzt gerade durcheinander. Ja, Rivano ist wieder am Start. Hallöchen. Und der Hardscope. Hallo. Und nochmal ganz kurzer Hinweis, unten in der Videobeschreibung findet ihr alle Links zu den einzelnen Kanälen, also zu Rivano LP sowie zu Hardscope. So, weiter geht's, ja. Ja, ich gehe jetzt hier raus. Wir müssen jetzt die Uschi treffen, und zwar Uschi Flores. So. Oh, die alte Studentin. Muss ich denn jetzt wieder raus? Ah ja, hier. Ihr habt auch Post bekommen. Wenn ihr mal drückt auf der Karte, seht ihr, es blinkt grün. Könnt ihr mal ganz kurz annehmen, aber müssen wir jetzt nicht unbedingt lesen. Werde ich mir mal in Ruhe angucken. Okay. Steht halt drin, herzlich willkommen. Doch. Hier können Sie Geld eintauschen und so weiter. Mhm. Ja, Moment mal, wo ist denn die? Ah. Das obere... Oh, ich bin gerade irgendwie... Da außen ist die. Ja, ich müsste einfach oben auf die Karte gucken, wenn das Ausrufezeichen in der Mitte ist, wo du gerade drauf zuläufst, dann ist da, wo die ist. Genau. Also ich stehe gerade vor ihr. Ja, ich auch. Ja. Ich spreche sie mal an. Okay. Ich glaube, ich war auch dran, ne? Ich mache einfach. Ja. Ich wurde als taktischer Offizier eingestellt. Genau, was ich wollte. Und sie? Captain Taggart wollte mich unter seinen Senior-Mitgliedern, aber ich musste das Phasentraining, Phaser-Training, vorgeschrieben, erst bestehen. Okay. Das haben sie nie? Ich dachte, sie sind Meister Extra Bonus. Hast du noch nie gehört, ne? Extra Bonus, was ist das? Jeder weiß, dass Captain Taggart immer das Beste von seinen Leuten verlangt. Gehen Sie voran. Mhm. Keine Sorge, Sie schaffen das schon. Los geht's, ich bringe Sie zum Holodeck und bereite Sie vor. Folgen Sie Elisa Holodeck. Mhm. Gehen Sie voran. Also heißt die Elisa Holodeck, okay. Die langen Namen. Und wo gehen wir jetzt hin? Elisa Flores Holodeck. Ja, wir folgen ihr. Ja, guck mal, es scheint, als haben die Wale was? Es scheint, dass der Großteil ihrer Klasse auf Captain... Haben Sie die Wahl? Ach, keine Ahnung. Ja, die redet halt. Das haben die jetzt noch eingefügt extra für uns, weil du sonst viel von der Story nicht hörst. Aber es ist nett gemeint. Nur sehr schwer zu verfolgen, wenn du da hinterherlaufen musst, ne? Also sprintet. Die zeigt uns jetzt, wie das geht mit dem Laufen. Ich finde die Grafik echt gut, muss ich sagen. Ja, es geht. Also, für ein kostenloses Game ist es toll. Oh. Ah, Holodeck, okay. Oh, ja. Ich war dran. Okay, ich lasse das Programm anlaufen. Doch, du warst das Letzte. Ja. Ich hoffe, Holodeck 2 ist Ihr Glücksdeck. Haben Sie einen Tipp für mich? Ich will unbedingt bestehen. Ich werde eine Phaser-Pistole benötigen. Ich klicke einfach mal mit dem Tipp an, oder? Ja. Ja. Auf alles schießen, was sich bewegt, und ich sterbe eigentlich ganz einfach. Achso, schön. Das war jetzt wieder so. Auf alles schießen, was sich bewegt, und ich sterbe eigentlich ganz einfach. Kadetten wachschütteln. Ich werde eine Phaser-Pistole benötigen. Ja, sag mal Phaser-Pistole, oder? Die können wir immer wachrütteln, oder? Okay. Ja, rütteln das wach. Dieses Programm ist eine Variante des... Was? Mako-Angriffstraining. Es sollte Ihnen also keine Probleme bereiten. Sie setzen das Programm auf... Was? Sie setzen das Programm auf, machen Sie es leicht für mich. Ich werde eine. Ja, ich mach das Geld. Ja, habe ich auch gedrückt. Das letzte Mal, ein wenig Hilfe angefragt habe, endete ich für den Rest des Jahres in akademischer Probezeit, obwohl ich da noch einigen lernen könnte. Ich werde eine Phaser-Pistole benötigen. Ja, endlich. Sie lagern sie in den Schränken bei den Holodecks. Sie können sich dort bedienen, bevor wir aufs Holodeck gehen. Auf geht's! Wir gehen direkt da rein. Was ist da los? Ja, wir gehen direkt rein. Drücken Sie V um das Gebiet, was? Ach, wir können Anomalien suchen. Drück mal V, bitte. Dann geht so eine Anzeige hier rum. Okay, sie will wieder quatschen. Nee, doch nicht. Sie will, dass ich hinterherlaufe. Wir sind gerade durch eine Pistole Tür genommen. Pistole. Yeah. Okay, ich geil. Die Pistole. Ich auch. Bin mich wie ein Wache hält. Die Pistole ist automatisch ausgerüstet. Was haben wir denn hier unten? Die Pistole wurde automatisch... Was? Achso. Holodeck 2. Oh mein Gott. Jetzt geht's los. Gehen Sie zur Mitte rein, wo das Raum ist. Mit dem Programm beginnen, jawohl. Okay, seid ihr so bereit? Wir stehen jetzt vor einer bösen Tür. Okay, ich gehe mal raus.
Okay, ich gehe auch mal rein. Klicken Sie während eines Kampfes mit der rechten Maustaste auf ein Ziel, um Ihre Waffe abzufeuern. Alles klar, rechte Maustaste auf ein Ziel. Okay, es geht los, Leute. Wir müssen kämpfen. Boah, geil sieht das aus. Geil. Komm, stirbt. Dann musst du jedes Mal einzeln klicken, okay? Ja. Ah, nee, kannst du auch gedrückt halten. Dann bleibt er die ganze Zeit auf dem Gegner und ballert alles, was er hat. Okay, ich habe alle down. Ich nicht, stirb, du Sau. Stirb, du Sau. Alarmzustand rot. Ich ist doch nichts mehr da. Ja, alle tot. Ich kann nicht mehr schießen. Du musst immer wieder ganz oft drauf drücken. Ja. Onkel, ganz oft hintereinander draufklicken auf einen. Immer rechte Maustaste. Simulation beenden. Also ich stehe wieder außen vor den beiden. Hm, ich auch. Mit H kannst du Waffe raus und reinstecken. Oder raus und rein zu. Ah ja. Okay. So, ansprechen. Hm? Okay. Well, Packard? Beeindruck! Achso, ich weiß gar nicht, wer dran war. Onkel war dran. Onkel. Ja, beeindruckendes Ergebnis, Kadett. Zwar nicht rekordverdächtig, doch ich bin beeindruckt, dass Sie sich so gut geschlagen haben. Danke, haben Sir. Wir alle was gleich. Kommt als nächstes? Jetzt können wir das große Fresse haben, ja. Nun, Sie sind mein neuer erster Offizier. Willkommen auf der Brücke. Yeah, danke, Sir. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Ich zähle darauf. Sie sollten stolz auf sich sein. Bin ich natürlich. Sie haben eine große Karriere in der Sternflotte vor sich. Danke, Sir. Es ist mir eine Ehre, für Sie zu arbeiten. So rum. Er arbeitet für dich, um ehrlich zu sein. Ach Mann, wenn man Doppel W drückt, habe ich gemerkt, macht man so eine Rolle vorwärts. Kann ich vorlesen? So. Ja. Erster Offizier. Nicht schlecht. Nun können Sie uns herumkommandieren, wie Sie es sich schon immer gewünscht haben. Was kann ich dazu sagen? Der Captain sieht Potenzial in mir. Ich denke, Sie sollten mich von jetzt an mit Sir anreden oder ich stehe nur unter großem Druck. Ich hoffe, ich werde mit dem gewachsen sein. Ich denke, Sie sollten mich jetzt mit Sir anreden. Echt? Machen wir das? Ja, wir sind böse, oder? Ja, genau. Ja, drück drauf, komm. Okay, ich bin ja dran. Jawohl, Sir! Sofort, Sir! Möchten Sie einen Rakta Jinno, Sir? Haha, sehr lustig, Flores. Ich meine, sehr lustig, Kadett. Sehr geil. Sie werden ihre Aufgabe meistern. Wir sollten jetzt zu der Shuttle-Rampe. Shuttle-Rampe gehen. Die anderen Brückenoffiziere warten dort auf den traditionellen Abflugstoast. Toast? Lecker. Sandwich. Begeben Sie sich zur Shuttle-Rampe. Fortfahren. Schüttelrampe. Oh, das ist geil, wenn man englische Wörter in Deutsch ausspricht. Die Schüttelrampe. Okay, wir müssen jetzt wieder hier durch das geile... Also mit dem Rumballern komme ich gar nicht klar. Also auf geht auf Map, das ist geil. Das wird schon, das wird schon. Bisschen Übung. So, gehen wir mal zur Schüttellampe. Okay. Ach du Scheiße, na danke schön. Die labert schon wieder, ne? Ja. War ich jetzt dran? Hm? Warte, ich bin noch gar nicht da. Du musst nur im Fahrstuhl rein, dann labert die automatisch. Ja, dann warte ich halt noch, bis du da bist. Ah, ja, jetzt. Ja. Okay, die ganze Brückenmannschaft wartet drüben an der Bar. Ich bin sicher, jeder ist ein wenig nervös. Dies ist schließlich unsere erste richtige Aufgabe. Ich erwarte eine inspirierende Rede von Ihnen zu hören, Sir. Etwas Herzerweichendes, dass Tivel die Tränen kommen. Diese Mission wird den weiteren Werdegang prägen. Ich treffe Sie da drüben. Halten Sie einen Toast auf den Rest der Senioren... Was? Senior-Mitglieder der Senioren? Alter. Okay, fortfahren. Der alte Rentnerclub. Okay, ui. Boah, so, da guck mal, da hinten fliegen die Maschinen weg. Geil. Zukunft, schön hat's geil gemacht. Zukunft Altersheim, ja, ist das? Oh. Ich will ein vorlesen. Toast aussprechen. Ja. Okay, jetzt geht's los. Darf ich einmal um Ruhe bitten? Fragezeichen. Kadetten inspirieren, Kadetten einschüchtern, bescheiden geben. Was wollen wir machen? Einschüchtern ist wahrscheinlich inspirieren, oder? Ja, inspirieren klingt gut. Ja, seid ihr alle für inspirieren? Ja. Ja. Gut, inspirieren geklickt. Du liest vor, Captain. Ja, stehen wir heute die Brückenmannschaft der USS Hardscope HD. Pimmelgruppe. Revano. Pimmelgruppe. Jeder von uns wurde für die bevorstehende Aufgabe ausgebildet. Wir sind bereit. Kadetten weiterhin motivieren, Kadetten Illusionen nehmen, bescheiden geben. Ich würde sagen, dass wir uns abwechselnd auch mal bescheiden machen, oder? Dass wir die so richtig inspirieren, weil nur motivieren ist, oder? Bescheiden geben? Bescheiden geben, ja. Ja, hab ich auch.
Oh Scheiße, ich glaube, ich habe einmal zu viel gedrückt. Ich sehe eine Furcht und Unsicherheit in den Augen eines jeden. Für so viele Leben verantwortlich zu sein, ist eine schwere Last für jeden von uns. Kadett wachschütteln, Kadett Angst versetzen, Demut zeigen, Kadett. Ich glaube, ich habe auf das letzte gedrückt. Ich habe einmal Doppelklick gemacht. Okay, wartest du einmal. Du hast auf Demut zeigen? Ich glaube schon. Ja, dann machen wir Demut zeigen. Okay, dann was steht mir jetzt da? Ich verlange nur, habe ich auf das gedrückt. Ich war dran. Ich verlange nur, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Wenn wir als Team arbeiten, dann können wir unsere Ziele erreichen, aber wir müssen alle zusammenarbeiten, um das wahrzumachen. Auf die Sternenflottenakademie, auf die USS Revanos und ihre Crew! Auf die USS Pimmelkuppe! Pimmelkuppe, ole! Geil, das Glas für die Abschlussklasse von 2409 erheben. Ach du Scheiße. Alles klar. Auf korrekt. 2409. Oh, die sind aber alle zufrieden. Ich glaube, wir haben es richtig gemacht. Folgen Sie mir zum Shuttle. Jawohl, jetzt geht's gleich auf unser Raumschiff. Müssen wir wahrscheinlich noch eins aussuchen, ne? Oder kriegen wir immer ein Standardschiff? Ich bin gespannt. Also bei mir steht da einer am Schiff. Ja, und Deckoffizier. Genau. Du bist auch dran. Mit Deckoffizier sprechen. Sie sind bereit, sich auf den Weg zum Schiff zu machen? Oh ja. Auf geht's. Noch nicht. Bam. Oh Gott, die Pimmelkuppe sieht wirklich aus wie die Pimmelkuppe. Weiß ich gar nicht. Das siehst du schnell doch. Schon. Ach so, du meinst den kleinen Shuttle. Ja. Ja, das ist ein Pimmelboot. Und es kann auch noch fliegen. Ui. Boah, geil gemacht. Ach, das ist echt schön gemacht. Ach, das stimmt ja. Oh, guck mal, das sieht wirklich aus wie eine Pimmelkuppe. Ziemlich verschimmelt. Das ist die Pimmelkuppe Andockbasis. Ziemlich verschimmelt. Ich kann es nicht glauben, dass wir endlich da sind. Oh, schauen Sie sich das mal an. Voll erotisch, ey. Wahnsinn, ey. Die sind voll am Fieber. Boah, da kommt sie, die Pimmelkuppe. Hey, die hat sogar ein Loch. Ja, ist aber nicht unser Schiff. Das ist Vesta, das Schiff ihrer Klasse. Aber Zielvorrichtung für Subsysteme, eine 47 Mann starke Crew. Hat er. Boah, so ein Ding will ich auch mal haben. Aber jetzt kommt unser Schiff. Da unten ganz klein in der Ecke so. Oh, das ist das Taxi unter der Föderation. Oh, ist das süß. Tötenliche Geschwindigkeit, Warp 5. Oh, Warp 5. Aber es sieht gut aus. Vorne Pimmelkuppe dran. Alter, ihr müsst mal gucken. Da steht der Name von euch oben drauf eingraviert. Ja, stimmt, hier, boah, episch. Da steht wirklich Pimmelkuppe dran. Wow, jetzt sind wir in unserem einen Raumschiff. Boah, wie ist das geil. Das ist echt ein epischer Moment. So, mit Floris sprechen. Jo, wer ist dran? Ich weiß es nicht mehr. Der Onkel. Ich werde einchecken und mich dann auf den Weg zur Brücke machen. Wir sehen uns dann oben. Fortfahren. Juhu, jetzt geht's. Aber wir können später ganz viel auf der Brücke machen. Wir können jetzt mal ganz kurz gucken. Wir sind doch jetzt hier durchs Training so ein Scheiß durch, oder? Wir können doch jetzt bestimmt uns langsam auch mal... Nee, es gehört noch dazu. Es ist immer noch rechts steht die Mission Tutorial. Trainingsflug. Jetzt kommt der Trainingsflug und danach sind wir in der öffentlichen Welt. Wir müssen mit Brickhaus sprechen. Ach, wir müssen uns auch gleich nochmal einladen, ne? Das hätten wir vielleicht vorher machen sollen. Ja, das meine ich doch die ganze Zeit. Machen wir dann, wenn das... Ja, machen wir schon später. Komm, los. Warnung. Ja, ansprechen. Okay, Moment. Name und Position, Fragezeichen. Kadett Revan LP, stellvertretender Erster Offizier. Onkel. Hartzko. Du bist auch dran, Hartzko. Oh, ich habe Ihre Daten gleich hier, Sir. Willkommen auf dem Schiff. Wo befindet sich der Kapitän? Der Kapitän Duckard. erwartet Sie auf der Brücke. Nehmen Sie den Turbolift hinter mir. Er bringt Sie direkt zur Brücke. Turbo! Fortfahren. So ein Ding will ich auch haben. Wie zu Hause. Oh nee, das gibt Pfeife. Und Turbo. So geil, Originaltöne. Oh, die Brücke sieht episch aus. Guckt euch das an, liebe Freunde. Hier werden wir ganz viel Zeit verbringen. Oh, ist das geil. Oh, ist wie mein Wohnzimmer. Okay, wie mein Wohnzimmer. Okay. Taggart. Mit warte, mit ich bin noch nicht so weit. Ich muss gerade hängen gerade am Geländer fest. Jetzt geht's. Okay. Nee, du. Ja, wir kommen auf der Brücke Nummer 1. Jawohl, Nummer 1 Fragezeichen. Mein Gott, sind wir so blöd, oder was? Zu Beginn meiner Karriere habe ich mit einem Captain zusammengearbeitet, der seinen ersten Offizier immer so genannt hat. Als meine Nummer 1, erwarte ich von Ihnen, dass meine Befehle ausgeführt werden und Sie mir Rat zur Seite stehen. Fortfahren.
Zunächst müssen wir aus dem Trockendock erfragen Sie Freigabe von der Kontrolle und schließen Sie die Tore der Schüttellampe. Deaktivieren Sie dann die, keine Ahnung, irgendein so Traktor. Tractor Mooring, das ist Traktorstrahl, soll das sein. Den Typ hier holen Sie mir, was holen Sie von der Verkehrskontrolle für die Pimmelkuppe? Die Freigabe für das Verlassen des Docks ein, ja. Oder Floris schließen sie die Türen der Shuttle-Rampe, der Shuttle-Rampe. Wir machen das untere, wir geben Befehle, wir rennen doch nicht selber mehr. Also wir machen das untere. Floris schließen sie. Ja, Krivano. Oh, ich glaube, ich habe wieder einen Doppelklick gemacht. Scheiße. Die Türen der Shuttle-Rampe sind geschlossen, okay, Sir. Doch nicht. Fortfahren. Sehr gut, Nummer 1. Sehr gut, Nummer 1. Jawohl! Wir haben die Freigabe des der Verkehrskontrolle der Erde, Sir. Fortfahren. Very good, number one. Mein Gott, Alter. Der lobt uns ja echt bei jedem, egal was wir machen, oder? Achso, sehr gut, Nummer 1. Potter, warten Sie. Was, Potter? Potter, warten Sie, bis ich die Traktorverankerung deaktiviert habe. Potter? Also, wir müssen... Ja, wir müssen trotzdem noch... wir müssen hier unten am Computer dran. Traktor an den Traktor freilassen. Hammer, mach ich. Oh, das sieht geil aus. So, jetzt gibt's keinen Feldanbau mehr hier. Jetzt haben wir einen Traktor freilassen. Wir müssen wieder mit dem... Ja. Mit dem Kacker. Potter, steuern Sie uns heraus ein viertes Impulskraft. Eine Viertel Impulskraft. Darf ich Sie daran erinnern, dass die Sternflo... Was? Das ist ja komisches Deutsch. Sternflottenvorschriften in der Nähe des Raumdocks nur den Einsatz von erlauben, nicht das antworten. Das ist aus dem Film, das haben die im Film auch mal so gemacht. Und dann hatte die erste Offizierin, so wie jetzt auch neu angekommen, hat die dann auch so gemeckert und dann hat der Captain Kirk, musste der voll lachen und so. Und dann sagte der Spock, ja, glauben Sie mir, der Captain, der weiß alles. Also eigentlich, ich denke mal, wenn wir nicht antworten, kriegen wir vielleicht sogar irgendwas als Belohnung. Und wir können natürlich auch einen auf Klugscheißer machen. Also müssen wir jetzt überlegen, was wir machen. Antworten ist auch immer gut, ne? Also antworten klugscheißern oder wir machen nicht antworten, das heißt dann, wir vertrauen dem Captain. Klar, keine Ahnung. Also nicht antworten. Ja, nicht antworten. Okay, machen wir nicht antworten. Alle dafür? Alles klar, nicht antworten. Oh, ich darf mich hinsetzen. Okay, hat gar nichts passiert, ich glaub, okay. Ich bin gerade rumgerollt. Ah, wir dürfen uns auf den Stuhl setzen, oh yeah. Rechtsklick? Ja. Ja. Alter, wie sie da wegfliegen, hast du das gesehen? Ja, dann ist die Schwerkraft. Boah, ich dachte, wir müssen selber rausfliegen. Unsere Pimmelkuppe sieht aber gut aus. Also meine. Ja, die geht gut ab, die hat auch dicke Laser. Also die im Spiel auch, meine ich jetzt. Was hat die denn für Brüste? Oh, wir fliegen nach Vulkan. Ein bisschen spitz. Ja, ein bisschen. Wer? Rivano? Ja, immer. Ich will Spitze! Und jetzt, warp! Boah, geil, ey. So schnell fahr ich auch zur Schule. So schnell fahr ich auch zur Arbeit. Captain, oh, das schaut geil aus dem Fenster. SS Break-Even. Audio only. Let's hear it, Tavrell. This is the SS Break-Even. Our warp core is failing and we are in need of assistance. Let them know we're on our way. Potter, unser Warpkern ist ausgefallen und wir brauchen Unterstützung. Transporter Room, prepare to beam over survivors. Sir, sensors can't read anything in the vicinity of the break even. Communications are out as well. Keep trying to hail them, Tavrell. Ist bestimmt eine Falle. Number one, let's discuss. Mein Typ sitzt daneben, so als ihn sich jucken würde. Ja, ich auch so. Nummer 1, lassen Sie uns die Situation besprechen. Okay, ich würde sagen, wir trinken erstmal einen Kaffee. In Ordnung, Nummer 1. War ich jetzt eigentlich dran? Wisst ihr gar nicht. Ja, du bist dran. In Ordnung, Nummer 1, Sie haben den Notruf gehört. Notruf. Was sollten Sie Ihrer Meinung nach tun? Was sollen wir Ihrer Meinung nach tun? Ist es ein Test, Sir? Gehört das zum Trainingsflug? Absolut nicht. We're the closest ship to the break-even. Achso, überhaupt nicht. Wir sind das nächste Schiff, das der Break-Even helfen kann. Also tun wir das. Nun, ich fand merkwürdig, dass Sie Nachricht nur als Audio gesendet haben. Ein Warp-Kern-Zwischenfall sollte Ihr Kommunikationswert nicht beeinflussen. Ja, wird eine Falle sein.
Gut. Gut zu hören. Jetzt bist du aber raten. Jetzt gerade nicht dran. Ja. Ach, Revano. Ich war, das war im Spielfluss. Gut, wozu würden Sie jetzt raten? Ich empfehle, auf roten Alarm zu gehen, volle Energie auf die Waffen und Photon-Torpedos. Ah ja, Photon-Torpedos. Schilde sind hochgefahren, Captain sicher ist sicher. Ich hätte gerne weitere Informationen, bevor wir hineinsteuern. Ich empfehle Ihnen, weitere Stunde zu scannen, um ein besseres Bild davon zu machen. So, und jetzt also, diese Entscheidung, die ist jetzt natürlich sehr wichtig für das nächste Weiterkommen in dem ganzen Spiel. Und die müssen wir leider auf den nächsten Part verschieben, meine lieben Freunde. Und freue mich. Ja, da würde ich sagen, diese Entscheidung erfahrt ihr dann morgen oder beziehungsweise im nächsten Part, sagen wir mal so. Und ja, da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann. Bis dahin. Ciao. Ciao. Tschüss.